Die gespenstische Unterwelt Polens zwischen den Flüssen Warte und Oder. Was verbirgt dieses verlassene Tunnelsystem? Was geschah in diesen Bunkern? Forscher wollen dem Ort seine Geheimnisse entlocken. Viele Geräusche von außen, keine Meldungen, also Hunger, Angst. Das Ganze unter Beton bei künstlichem Licht, wenn es denn da ist, sehr schwer nachvollziehbar für uns heute. Wer hat diese Anlage gebaut? Zu welchem Zweck? Und hat sie tatsächlich ihren Sinn erfüllt? Spuren und Überreste von grausamen Schlachten des Zweiten Weltkriegs finden sich nicht nur hier in Polen, sondern noch heute überall in Osteuropa. Jetzt in ZDF History. Blutiges Erbe, geheimnisvolle Schlachtfelder im Osten. Als der Bau des Bunkersystems 1936 beginnt, gehört das Gebiet noch zu Deutschland. An der Grenze von Hitlers Reich und Polen entsteht der Ostwall. Festungsfront oder Wartebogen heißt das Bauwerk offiziell. Eine Geheimwelt aus Bunkern, Tunneln und Gleisanlagen. Tief unter der Erde gelegen. Nur wenige Bauten sind überirdisch zu erkennen. Die Planungen für das Megaprojekt beginnen unmittelbar nach Hitlers Machtübernahme 1933. Ein Heer von Arbeitern wird an die polnische Grenze geschickt. Ziel? Eine 110 Kilometer lange befestigte Verteidigungsanlage gegen den sogenannten Feind aus dem Osten. Baubeginn im großen Stil war 1936 und 1938 erfolgte schon der Baustopp, also 2,5 Jahre etwa. Der Grund? Für verwundbar hält Hitler sein Reich nun eher im Westen und forciert den Ausbau des Westwalls an der Grenze zu den Benelux-Staaten und Frankreich. Im Osten ist bis dahin ein Drittel des Bunkersystems vollendet. 60 von 160 geplanten Bauwerken. 32 Kilometer beträgt die Gesamtlänge der unterirdischen Anlagen. Lange, bombensichere Tunnel verbinden die einzelnen Bunker mit Feldbahngleisen. Im Sommer 1939 ziehen hunderte Soldaten für eine Übung in die Unterwelt. Wie wirken sich 3 Monate im Bunker auf die Gesundheit der Männer aus? Beeinträchtigt die Isolation womöglich ihre Kampfkraft? Wo genau diese Übungen stattfanden, ist bis heute eines der vielen Rätsel des wenig erforschten Ostwalls. Die alten Baupläne existieren nicht mehr. Und auch zahlreiche weitere Unterlagen gingen in den Wirren des Krieges verloren. Man findet in Archiven in Moskau, man findet in Archiven in Schottland durchaus Material zu dem Thema hier. Ansonsten helfen uns gerade russische Dokumente viel weiter, weil diese Rote Armee hier viel aufgenommen hat, analysiert hat, beschrieben hat, wie sah diese Anlage zum Kriegsende aus, was fanden sie vor an Fahrzeugen, an Ausrüstung, an Baulichkeiten. Die deutschen Dokumente sind leider verschollen. Die beiden Bunkerforscher André Vogel und Peter Buchheim untersuchen das Tunnelsystem seit Jahren. Nur mit mühsamer Detektivarbeit können sie dem Ostwall seine Geheimnisse entlocken. Wenn ich das Ziel definiert habe, wo es hingehen soll, sucht man nach Fotos, guckt in Google Maps, was man von oben schon sieht, nimmt alte Lagepläne, Messtischblätter, vergleicht das, macht sich die ungefähre Wegestrecke, wo man schauen will, was findet man in Bauunterlagen, an Grundrissen, das nimmt man mit, checkt alte Fotos, die man schon hat, sodass man ganz genau weiß, wo schaue ich hin, was will ich finden. Sichtbarstes Zeichen der Befestigungsanlagen im Gelände sind die sogenannten Panzertürme. Sie können sogar direktem Beschuss durch schwere Artillerie standhalten. Tausende Höcker aus Stahlbeton, sogenannte Drachenzähne, sollen feindliche Panzer aufhalten. Die Hindernisse steigen von vorn nach hinten an und bilden so eine kaum zu überwindende Barriere,
nicht nur für gepanzerte Fahrzeuge. Ein ausgefeiltes Bewässerungskonzept mit beweglichen Brücken vervollständigt die Festungsanlage. Im Fall eines Angriffs können künstlich angelegte Wassergräben geflutet werden. Die meterdicken Wände der Bunker gelten als bombensicher. Sie sollen sogar mehrfach direkte Sprengungen überstehen. Bis zu 50 Meter unter der Erde liegen Maschinenräume, Werkstätten und Munitionslager verborgen. Ende 1943 verlegen die Deutschen auch die Produktion von Kriegsgerät unter Tage. Als die Flugmotorenproduktion hier eingerichtet wurde von Daimler-Benz, war das der Zugangsweg, wo man Maschinen reinbrachte, die Produkte zur Verarbeitung hinein und das Endprodukt herausbrachte. Auch für Kunstschätze aus Kirchen und Museen im Reich sind die unterirdischen Bauwerke ein ideales Versteck. Ebenso sollen Beutestücke aus den Feldzügen der Wehrmacht hier deponiert worden sein. Hier ging es um Gemälde und andere Sachen, die hier eingelagert wurden, vorher geprüft. Wie sind die klimatischen Bedingungen, wie muss das gelagert werden? Das wurde dann ab 1943 hier eingelagert, um es vor Luftangriffen sicher unterzubringen. Im Hauptbunker ist die SS stationiert. Von hier aus lässt sich die gesamte Anlage überwachen. Ein eigenes Telefonnetz verbindet die einzelnen Abschnitte des Tunnelkosmos. Besonders geschützt sind die Eingänge der Bunker. Aber auch im Inneren der Anlagen lauern zahlreiche Fallen. Ein mehrstufiges Sicherheitssystem, das eine Erstürmung erschweren soll. Obwohl mit gewaltigem Aufwand errichtet, hält der Kriegsherr Hitler selbst wenig von den Ostwallbunkern. Sie seien wertlose Mausefallen ohne Feuerkraft, spottet er. Im Kriegsfall dienten sie nur der Konservierung von Nichtkämpfern. 1939, nach dem Sieg über Polen, hat der Ostwall erst einmal seinen Sinn verloren. Die letzten Sicherungsbesatzungen verschwinden. Große Teile der Bewaffnung werden abgebaut und an den Atlantikwall im besetzten Frankreich verlegt. Doch das Blatt wendet sich. Im Osten drängt die Rote Armee die Wehrmacht wieder zurück. Ende 1944 stehen die Russen an den deutschen Grenzen. Das Volk solle nun die letzten Reserven mobilisieren, tönt die Propaganda. Ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes, der Herkunft und des Berufes steht das deutsche Volk im totalen Kriegseinsatz. Im Osten gilt es, gegen den anstürmenden Bolschewismus einen Verteidigungswall zu bauen. Auch die Festungsfront oder Wartebogen wird nun reaktiviert, um einem russischen Angriff zu trotzen. Die Besatzung der Bunker wird jedoch nicht mehr nur aus regulären Soldaten zusammengestellt. Stattdessen sind es Zivilisten, der sogenannte Volkssturm. In den letzten Monaten des Krieges gewann der Volkssturm für die Wehrmacht eine Bedeutung für das nationalsozialistische Regime, weil für die Kriegführung die Menschen fehlten, die Verluste waren hoch. In den Volkssturm wurden ältere Menschen eingezogen, die eigentlich nicht mehr als wehrpflichtig galten, die also Mitte 40 und älter noch für den Kriegsdienst eingezogen worden, zum Teil Veteranen des Ersten Weltkrieges, die eigentlich nicht mehr wirklich kampftauglich gewesen sind. Unter ihnen ist auch Friedrich Helmig, ein Gutsbesitzer aus einem nahegelegenen Dorf. Nach dem Krieg notiert er seine Erinnerungen. Vielleicht schickt man uns Zivilisten auch nach Hause. Wir können ja doch nicht viel nützen. Waffen haben wir keine und unsere Kampfmoral ist mehr als mangelhaft. In diesem Bunker harrt Friedrich Helmig mehr als 5 Wochen lang aus. Von Ende Januar bis Ende Februar 1945. Die Ostwallforscher wollen das Bauwerk erkunden und auf Spuren untersuchen. Was bedeutete es, für die Menschen in diesem Verlies tief unter der Erde eingeschlossen zu sein? Hier haben wir einen Bericht eines Zeitzeugen.
Sie haben ja diesen Bunker heute mal aufgesucht, um mal so nachzuvollziehen, wie hat sich das Leben hier gestaltet. Das ist der Bunker, der sich nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand am längsten gehalten hat. Vom 21. Januar bis 28. Februar, also über einen Monat in einem feuchten Betonkeller, ohne Strom, ohne Heizung. Nachdem die sowjetischen Angriffe begannen, ohne regelmäßige Verpflegung. Auch die Baupläne dieses Bunkers sind nur in Fragmenten erhalten. Das erschwert den Forschern die Orientierung in der Ruine und macht die Expedition riskant. Sie müssen auf Gruben und Hindernisse gefasst sein, auf Stolperfallen oder komplett geflutete Räume. Friedrich Helmig lebt im Januar und Februar 1945 wochenlang mit 11 weiteren Männern in diesem dunklen Labyrinth. Die Volkssturmmänner sind nur notdürftig ausgebildet und haben zum Großteil defekte Waffen. Die Kommunikation zu den benachbarten Bunkern ist gestört. Was draußen an der Front vor sich geht, bleibt ungewiss. Wir haben in unseren Stellungen nicht einmal ein Radio. Gerüchte gehen, dass der Russe schon an der Oder sei. Man hört auch aus dem Westen dauernd Kanonendonner. Wenige Tage zuvor waren sie noch Zivilisten. Nun sollen Helmig und seine Männer die Rote Armee aufhalten und sind dabei ihrem Schicksal überlassen. Ohne Kenntnisse des Bunkersystems, ohne ausreichende Bewaffnung und Verpflegung. Mitte Januar 1945 rückt die Rote Armee in Richtung Oder vor. Rasch nähern sich die sowjetischen Verbände dem Festungsbereich. Für die Jugendlichen und die alten Männer des Volkssturms wird es nun ernst. Am 28. Januar beginnt der sowjetische Angriff auf den Zentralabschnitt der Anlage. Nach 3 Tagen gelingt es den Russen durchzubrechen. An einigen anderen Stellen leisten die Deutschen erbitterte Gegenwehr. Doch gegen diese massiven Angriffe sind sie chancenlos. Die Festungsfront oder Wartebogen war einst als waffenstarrendes Abwehrbollwerk konzipiert worden. Doch mit ungenügender Ausstattung, besetzt von einer kleinen, unterversorgten Resttruppe, ist davon nichts mehr übrig. Die militärische Ausrüstung vieler Bunker ist in einem schlechten Zustand. Für die wenigen intakten Maschinengewehre gibt es kaum Munition. Manche Bunkerbesatzungen schaffen es, die Sowjets ein paar Stunden aufzuhalten. Stoppen können sie den Vormarsch der Roten Armee nicht. Wir hören schlimme Nachrichten. Der Russe soll nördlich von uns Artillerie herangeholt haben und schießt die Bunker nacheinander zusammen. Er soll auch schon streckenweise in den unterirdischen Gängen sein. Dann wird es wohl mit uns auch bald zu Ende gehen. Als die Sowjets schließlich in das Bunkersystem eindringen, finden sie vielerorts verlassene Anlagen und leere Tunnel vor. Einige der Insassen oder Verteidiger des Ostwalls kämpften trotzdem weiter. Und es brauchte einige Wochen und Monate, um diese Nester von Feinden aus der Perspektive der Roten Armee dann zu bekämpfen und auszuheben. Die Verteidiger des Ostwalls stehen auf verlorenem Posten. Die meisten von ihnen ergreifen schließlich die Flucht. So auch Friedrich Helmig. Die Sorgen fallen über mich her. Was wird aus dem Vaterland und aus unserer Heimat? Wie werden wir das Zuhause vorfinden? Und was soll werden, wenn alles von Russen besetzt ist? Die letzten Verteidiger des Ostwalls geben erst im April 1945 auf. Da steht die Rote Armee schon längst vor den Toren der Hauptstadt Berlin. Die gigantische Festungsanlage, nur wenige Jahre zuvor mit gewaltigem Aufwand errichtet, ist im entscheidenden Moment nutzlos. Zurück bleibt eine gespenstische Unterwelt, die bis heute längst noch nicht all ihre Geheimnisse preisgegeben hat. Musik
Das nächste Schlachtfeld liegt im Süden Russlands. Anfang 1943 startet die Rote Armee eine Großoffensive gegen die deutsche Wehrmacht. Im Schatten der Schlacht von Stalingrad wird auch um die Stadt Woronesch gekämpft. Seit Juli 1942 hält die Wehrmacht die strategisch wichtige Industriestadt besetzt. Bei den Kämpfen um Woronesch verlieren 30.000 Zivilisten ihr Leben. Und auch viele Soldaten der Wehrmacht kehren nicht in ihre Heimat zurück. Gemeinsam mit seinem Sohn Frank sucht Klaus Safran seit Jahrzehnten nach Spuren seines Vaters. August Safran ist damals Anfang 30. 6 Jahre zuvor hat er seine große Liebe Katharina geheiratet. Sohn Klaus wird 1940 geboren und ist das einzige Kind des Paars aus Frankfurt am Main. Auch Enkel Frank lässt das ungeklärte Schicksal des Großvaters nicht los. Gemeinsam versuchen sie, alles über den Verbleib von August Safran herauszufinden. Klaus Safran hat nur vage Erinnerungen an seinen Vater. Ohne ihn aufzuwachsen, schien ihm eine Zeit lang normal. Ich habe das als Kind gar nicht so wahrgenommen. Meine Mutter hat immer gesagt, dein Vater ist noch weg, weg. Aber ich wusste nicht, was tatsächlich los war. Und halt bin ich älter geworden, mittlerweile so 8, 9, 10, dann wusste ich dann, was los war. Und das Leben ging halt weiter, sozusagen. Der Vater war nicht da. Und bei uns im Ort in Schweinheim sind auch viele nicht wiedergekommen, sozusagen. Also da war noch einmal ein Safran zurückgekommen. Da war eine Namensgleichheit, das war aber nicht mein Vater. Die Familie stellt einen Nachforschungsauftrag an den Suchdienst des Roten Kreuzes. Ohne Ergebnis. Woronesch und die 100 Kilometer weiter westlich gelegene Stadt Kastornoje werden als letzte mögliche Aufenthaltsorte August Safrans genannt. Sohn und Enkel fassen einen Entschluss. Sie wollen vor Ort in Russland nach Spuren suchen. Das hat auch so viel Einfluss auf unsere Familie gehabt, letztendlich dieses Schicksal. Also ich kenne diesen Menschen nicht, es berührt mich trotzdem, jedes Mal drüber zu reden. Ja. Und von daher ist es für mich ganz persönlich einfach eine Annäherung an das Ganze, das vielleicht nochmal zu sehen, was dann hinterher dann für mich bei rauskommt, kann ich jetzt auch noch gar nicht einschätzen. Ja. Muss man sehen. Der Brief eines Kameraden liefert einen weiteren Hinweis auf Woronesch. Klaus und Frank Safran machen sich auf den Weg. Die Stadt am Ufer des Don ist heute eine Industriemetropole mit mehr als 1 Million Einwohnern. Seit vielen Jahren haben sich Vater und Sohn diese Reise vorgenommen. Nun endlich sehen die beiden tatsächlich den ehemaligen Kriegsschauplatz. Was geschah damals mit dem Soldaten August Safran? Und finden sich hier noch heute Anhaltspunkte zu seinem Schicksal? Nach so langer Zeit. Im Sommer 1942 überschreiten die deutschen Truppen den Don und dringen in die westliche Hälfte der Stadt ein. Wochenlang ziehen sich die Kämpfe um die Kontrolle über Woronesch hin. Doch am gleichnamigen Fluss, der inmitten der Stadt verläuft, ist für die Deutschen Schluss. Erbittert hält die Rote Armee die Kontrolle über das Ostufer. Noch heute zeugen zahlreiche Gebäude von den Kämpfen jener Zeit. Klaus und Frank Safran entdecken schnell eindeutige Spuren der Besatzung. Ein deutscher Soldat hat 1942 eine Nachricht in die Fassade geritzt. Rückkehr des R. An anderer Stelle findet sich eine russische Inschrift. Sie lautet: Überprüft. Keine Minen. 29. Januar 1943. Und der Name des Soldaten, der sie schrieb: Kosoresow. Genau zu jener Zeit wurde Woronesch von der Roten Armee zurückerobert. Später nennt man die Stadt auch Klein-Stalingrad. Ähnlich wie in der Schlacht von Stalingrad, wo eben auch in einer großen Kesselschlacht eine gesamte deutsche Armee verlustig geht, sind die Verluste in Woronesch ähnlich hoch und ähnlich katastrophal.
Wie überall in der Sowjetunion geraten deutsche Soldaten in Gefangenschaft. Es gehört zur sowjetischen Propaganda, die unterlegenen Kriegsgegner öffentlich zur Schau zu stellen. Musste auch August Safran an einem solchen Ritual teilnehmen? Die Bevölkerung verfolgt die Demütigung damals mit gemischten Gefühlen. Diese Deutschen waren doch nur Jungs. Man schleppte sie hierher, um zu kämpfen. Man zwang sie dazu. Man erzog sie in dieser Moral, damit sie das faschistische Deutschland schützen. Klaus und Frank Safran treffen einen Zeitzeugen. Stanislav Kornejew kommt bei seiner Ausbildung in der Militärakademie mit den Kriegsgefangenen in Kontakt. Wir waren ihnen gegenüber sehr negativ eingestellt. Aber der erste Blick auf sie, verstehen Sie? Man kann nicht sagen, dass sie bemitleidenswert waren. Nein. Aber sie hatten etwas Flehendes in ihren Augen. Das Eis war gebrochen, als wir anfingen, mit ihnen zu sprechen. Wir sollten ja die deutsche Sprache üben. Unsere Ausbildungsoffiziere erlaubten uns, mit ihnen zu reden. Der Historiker Wladimir Jelitzkich trifft sich mit den Safrans. Sein Spezialgebiet ist die Geschichte der Besatzung und Rückeroberung von Woronesch. Viele der Kriegsgefangenen werden nach dem Ende der Kämpfe in die Stadt gebracht und dort notdürftig versorgt, wie in diesem zerstörten Krankenhaus. Doch die Ärzte und Schwestern sind der Zahl der Verwundeten nicht gewachsen. Es war Winter. Die Menschen kamen von der Front mit Erfrierungen an. Sie waren verwundet. Mehr als 10.000 Kriegsgefangene zu versorgen war schwierig, vor allem direkt nach solchen Kämpfen. Die Versorgung reichte nicht mal für die eigene Armee aus. Noch während des Krieges müssen die deutschen Gefangenen Reparationsarbeiten leisten. Als Wiedergutmachung sollen sie die zerstörten Häuser von Woronesch wieder aufbauen. 90% der Stadt liegen in Trümmern. Viele der alten Gebäude stehen heute noch. Einige sind bewohnt, andere inzwischen verfallen. Nicht alle deutschen Soldaten sind Handwerker oder Bauarbeiter. Doch danach fragt damals niemand. Die Kriegsgefangenen sollen wiedergutmachen, was die Wehrmacht in der ganzen Sowjetunion an Zerstörungen angerichtet hat. In Briefen aus den Lagern berichten die Deutschen von ihrem Leben in der Gefangenschaft. Die Arbeitszeit beträgt in der Regel 8 Stunden. Die Sonntage sind frei. Die Sowjetunion will im Umgang mit den Häftlingen das humane Gesicht des Sozialismus zeigen. Sie wurden pro forma auch entlohnt. Diese Entlohnung musste aber eingesetzt werden für Nahrungsmittel, mit denen sie versorgt werden. Also faktisch gab es dort keine Entlohnung. Viele verstorbene Kriegsgefangene werden offiziell nicht gemeldet, um die staatlichen Gelder für sie weiter einzubehalten. Die Unterlagen verschwinden, ihre Identitäten sind damit für immer ausgelöscht. Klaus und Frank Safran treffen einen russischen Archäologen des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Im April dieses Jahres haben wir Ausgrabungsarbeiten in der Nähe von Kastornoje durchgeführt. Dabei wurden 227 deutsche Wehrmachtssoldaten gefunden. Sie alle sind in der Nähe von Novokastornoje und Woronesch gefallen. In Novokastornoje befand sich ein Hospital, in dem die verwundeten Soldaten versorgt wurden. Die Todesdaten liegen zwischen Sommer 1942 und Februar 1943. Es ist sehr gut möglich, dass unter diesen Soldaten auch ihr Vater und Großvater ist.
Die Deutschen reisen nach Kastornoje. Auch hier kämpfte die Einheit von August Safran. In die Richtung, wo ich gucke, das könnte die Richtung gewesen sein, aus der mein Großvater hier Richtung Kastornoje gelaufen ist. So Gedanken hat man daneben. Ne? Das ist dann auch immer die Frage, wenn man Häuser, Plätze sieht. Gab es das damals schon? Hat er es gesehen? Hat er es nicht gesehen? Es ist halt das Gleiche auch wie in Woronesch. Der Krieg ist lange her. Ende Januar 1943 wird die Wehrmacht von der Roten Armee überrollt. Und damit auch die Einheit von August Safran. Geschwächt durch die Kämpfe und die winterliche Kälte leisten die Deutschen kaum noch Widerstand. Viele Soldaten sind verwundet. Der alte Bahnhof von Kastornoje. Um diesen wichtigen strategischen Punkt entbrennen erbitterte Gefechte. In wenigen Stunden haben die Russen den gesamten Ort erobert. Die meisten deutschen Soldaten werden getötet. Die Überlebenden geraten in sowjetische Gefangenschaft und werden später nach Woronesch gebracht. In Kastornoje erhalten die Safrans Zugang zu einer sowjetischen Offizierskarte aus dem Zweiten Weltkrieg. Darin ist die genaue Lage eines Hospitals verzeichnet. Heute finden sich auf dem weit verzweigten Gelände nur noch Ruinen. Dies sind die Überreste des alten Krankenhauskomplexes. Sie zu sehen, bedeutet den beiden Deutschen sehr viel. Hier kommen der Sohn und der Enkel des Soldaten August Safran, dessen letzten Aufenthaltsort, vermutlich am nächsten. Ist ihr Vater und Großvater in diesen Mauern gestorben? Für mich ist es auch ein bisschen so Krisele nach unten. Das ist schon eine tolle Sache. Für mich einerseits, weil ich weiß, wo der Vater halt ums Leben gekommen ist. Auf der anderen Seite ist es halt, wie gesagt, bedenklich für mich. Also nicht bedenklich, aber das schöne Problem ist, so darüber zu sprechen einfach. So wie die Safrans leben noch heute viele Hinterbliebene in Ungewissheit. Um ihnen Trost zu spenden, wurden vielerorts Gedenkstätten eingerichtet. Der Soldatenfriedhof bei Jamanscha, 80 Kilometer westlich von Kastornoje. 1942 angelegt, wurden hier allein bis zum Januar 1943 mehr als 1.100 deutsche Soldaten bestattet. Neben vielen Gräbern gibt es auch Gedenksteine für abertausende Vermisste. Für Klaus und Frank Safran ist es ein beklemmendes Gefühl, durch die Allee der Stelen zu gehen. Und tatsächlich, auch der Name August Safran ist auf einer der Granittafeln eingraviert. Seine Nachfahren sind am Ziel ihrer Reise angelangt. Ich bin jetzt schon froh, dass ich jetzt selber als Sohn das jetzt hier noch erleben konnte und endlich weiß, so sage, was los ist. Also, dass der Vater jetzt praktisch dann doch als vermisst gilt. Vielleicht findet man ja doch durch Zufall die Marke, dass man ganz genau weiß, wo er letztendlich ums Leben gekommen ist. So ein fehlender Vater, so ein fehlender Großvater hinterlässt halt eine Lücke in der Familie und die ist halt immer zu spüren. Die Schlachtfelder im Osten Europas. Trotz aller Bemühungen werden wohl auch viele andere Schicksale ungeklärt bleiben. Über viele Jahrhunderte hinweg ist das ehemalige Herzogtum nahe der lettischen Hauptstadt Riga immer wieder umkämpft. Gräberfelder zeugen bis heute von den Opfern zahlreicher Schlachten. Was kann die Naturlandschaft über diese bewegte Vergangenheit? Immer ist die Zuordnung so einfach. Der lettische Verein Legenda kümmert sich seit 20 Jahren um die Suche und Identifizierung von vermissten Soldaten. Dabei erhält er Unterstützung von Menschen aus der ganzen Welt.
unlösbare Aufgabe. Wie viele Soldaten liegen noch unentdeckt unter den Wäldern und Äckern dieser Region? Auch wenn uns viele Orte heute friedlich scheinen, noch immer sind die Narben des Krieges sichtbar. Unter der Oberfläche schlummert das blutige Erbe der Vergangenheit. Hunderttausende Schicksale bleiben vermutlich für immer ungeklärt. Viele der Schlachtfelder im Osten Europas werden ihre Geheimnisse wohl nie mehr preisgeben.